Hey Leute, was geht? Für uns ein Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Steel or No Steel. Und wir haben inzwischen 5 Ikonen, einen Team of the Year und eigentlich nur 90 plus Spieler in unserem Squad drin. Also wir sind gut aufgestellt und das Team wird sich natürlich immer weiter verbessern. Es war jetzt ein paar Wochen her, dass die letzte Folge rauskam. Von daher lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Dann versuche ich die Folge auf jeden Fall wieder wöchentlich rauszuhauen. Auch wenn es auf jeden Fall momentan schon sehr, sehr schwer ist, überhaupt Gegner zu finden, die unser Team noch zu verbessern. Aber ich denke, das werden wir heute auf jeden Fall wieder hinkriegen. Und wenn ihr meinen YouTube-Channel noch nicht abonniert habt, macht es gerne einfach unter dem Video auf Abonnieren drücken. Dann verpasst ihr keine Videos und keine Streams mehr. Let's go! Hier haben wir das Squad, wie angekündigt. Sieht sehr, sehr nice aus. Und ich denke, wir werden das noch weiter verbessern können. Beispielsweise die Optimus Prime-Karten oder noch ein paar mehr Team of the Year-Karten fehlen mir in diesem Team. Und wir suchen uns den ersten Gegner raus. Die Special Cards, von denen wir eben geredet haben, hat unser erster Gegner leider nicht am Start, aber er hat trotzdem auch ein paar Spieler, die unser Team verbessern würden. Beispielsweise 91er Dichea, der für diese Partie der Winner's Prize ist. Und der Loser's Prize, der uns ein dickes Downgrade geben würde, ist David Luiz. Direkt mal den langen Ball nach außen auf Best, aber der war ein bisschen sehr lang. Krass, da hat Arne ein bisschen übertrieben, aber wenn die Flanke reinkommt, wechselt einmal die Seite. Mitspieler bieten sich irgendwie gar nicht an. Korrekte Aktion der Mitspieler auf jeden Fall, aber Gegner greift auch nicht an. Okay, so kriegt er uns nicht verteidigt, bin ich ehrlich? Oh, wow, fresh Aktion, Ballack jetzt. Muss ihn aber auch nochmal nach hinten legen, der Gegner hat hier einfach sein ganzes Team im eigenen Strafraum. Krass, aber wir werden trotzdem durchkommen. Neymar macht trotzdem das Beste draus. Best auf R9. R9, wie geht der nicht rein? Oh, wichtig. R9. Wer den jetzt dafür macht, dann ist vorbei. Was ein Tor. Ey, Ronaldo. Okay, jetzt habe ich kein Problem mehr damit, dass er den eben nicht gemacht hat. Was ein geiler Volley. Den können wir uns nochmal gönnen. Boah, erst der Sombrero-Flick und dann perfekt, bevor der Gegner rankommt und über den Keeper. Der Gegner kommt durch. Neymar. Den können wir nicht mehr stoppen. Oh mein Gott. Neymar. Van Dijk ist ein ekliger Gegenspieler, deswegen schnell mal weg von ihm. Kann man hier machen, schön rübergelegt. Oh. Oh mein Gott. Von Tagliafico. Bring den Ball mal in die Spitze. Komm, eine 1 gegen 1 Situation hatten wir lange nicht mehr. Jetzt haben wir sie und De Gea ist einfach krass. Kein Wunder, dass wir den haben wollen. Fallrückzieher, Flanke. Rijkaard, ja Mann. Okay, der war fresh. Der war ehrlich fresh. Damit ist das Spiel auch entschieden. Wir werden nach dem Game einen De Gea bei uns im Tor haben. Ja, der Gegner hat gar keinen Bock mehr. Der ist jetzt wild am rumgrätschen. Neymar! Und Rijkaard macht hier weiter. Komm, Ballack. Nein! Wir kommen nicht am Gegner vorbei. Best! Kein Respekt vor dem Gegner. Und De Gea ist halt zu gut, um solche Tore zu machen. Und das war's. Der Rage Quit ist am Start. Wir gewinnen diese Partie. Nice Leistung von unserer Mannschaft. Und wir können Oblak nun nach sehr, sehr vielen Episoden mit ihm austauschen. Das wäre auf jeden Fall ein schönes kleines Upgrade, das wir hier bekommen. Auch wenn die Chemie ein bisschen darunter leidet. Aber sobald wir ein paar neue Ikonen oder so bekommen, wird die Chemie sowieso wieder hochgehen. Und ab geht's ins zweite Game. Der zweite Gegner ist am Start und der hat diesmal auf jeden Fall auch einige Ikonen am Start. Und um eine davon werden wir zocken. Nämlich um die 92er-Karte von Stoichkov, die wir für unser zentrales Mittelfeld bekommen, wenn wir gewinnen. Und wenn wir verlieren, dann gibt es einen 84er-Linksverteidiger für unsere Mannschaft. Okay, auf geht's. Wir versuchen natürlich direkt mal wieder ein bisschen rumzutricksen. Das hat ja eben ein paar Treffer gebracht. R9. Oh, leider mit einem Katastrophenpass. Bis dahin war es eigentlich sehr geil gespielt. Aber der ist generell zu unbeweglich dafür, dass er hier so offensiv immer rumrennt. R9. Oh, Keeper wurde bewegt vom Gegner. Und der Ball ist trotzdem drin. Genau, das war sein Fehler. Unlucky. Nimmt sich den Ball nach vorne und sieht Best. Und Rijkaard mal wieder. Egal, so frei wie der durch ist, müsste er eigentlich was draus machen können. Einmal rüber auf die andere Seite. Zurückgeflickt. Und spiel ihn in die Mitte. Das Best. Best! Nein, er hat wieder gut den Keeper bewegt. Vom kurzen Eckball auf Neymar. Das ist der neue Eckballtrick. Einfach anheben und reinflanken. Klappt ziemlich gut. Komm, nochmal. Oh, krasse Konterchance. Er ist ganz durch. Komm, jetzt müssen wir gut den Keeper bewegen.
Oh, what? Was war das denn? Also gut bewegt war der Keeper nicht wirklich. Oh, oh. Rijkaard muss überlaufen. Macht er nicht ganz so geil, Neymar. Der wird wieder den Keeper bewegen. Das heißt, ich muss den in die andere Ecke schießen. Ey, was ein geiles Tor. Er drückt direkt Pause. Da, Game over. Das ist vorbei. Das ist einfach vorbei. Latte, Pfosten rein. Was ein kranker Strich. Ich glaube, der hat den Keeper sogar in die richtige Ecke bewegt. Aber Neymar, der Champions League-Version, trifft ihn einfach perfekt. Und wenn er jetzt direkt fittet, kriegen wir leider nicht mal mehr die Wiederholung davon zu sehen. Ey, warum machst du so? Gönn uns doch zumindest die Wiederholung. Game over, wir bekommen eine neue Ikone. Wir haben ein starkes Matchup geliefert, aber das Tor hätte ich gerne nochmal gesehen. Geil, Mann. Und dieser Tausch, dass wir Rijkaard abgeben und jetzt einen Stoichkov bekommen, bringt uns mega viel. Denn wir spielen ja immer so, dass wir zwei defensive Mittelfeldspieler und vier Offensive haben. Und das hat vorher einfach nicht so gut gepasst. Und jetzt mit Stoichkov geht das einfach perfekt auf. Und der letzte Gegner vor heute ist am Start und der hat auch nochmal eine richtig geile Mannschaft. Und wir können uns aussuchen, ob wir Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi nehmen. Wir hatten beide schon bei Stilo Nossi bisher dieses Jahr. Wir mussten beide wieder abgeben. Jetzt können wir beide wieder bekommen. Ich denke mal, ich werde einfach auslosen, wen von den beiden wir nehmen. Komm, wir nehmen dafür die magische Miesmuschel. Und weil Cristiano Ronaldo der ist, den wir letztens noch hatten, fragen wir, sollen wir Cristiano Ronaldo nehmen? Daraus wird nicht solo. Und die magische Miesmuschel sagt nein. Das heißt, der Winner's Prize für diese Partie ist Lionel Messi, den wir dann fürs zentrale Mittelfeld bekommen würden. Und der Loser's Prize für diese Partie ist die Champions League-Karte von Semedo. Und der Gegner ist ab Sekunde 1 AFK. Es geht dann bei dem ab. Kurz mal Real Rap. Warum? Warum startet man ein Match und geht dann direkt AFK? LOL! Der beste Chessflick meiner Karriere. Herr Gegner, Woody. Was machen Sachen? Okay, der Gegner ist wieder da und zockt. Nice, Mann. Ich hätte nämlich echt keinen Bock gehabt, gegen den AFK-Gegner zu spielen. Das wäre gar keine Challenge gewesen. So ist es eine Challenge! Oh! Gegner trickst uns aus und kommt über außen. Boah, den müssen wir aber eigentlich haben. Ey, der trickst uns anders aus. Okay, das wird eine geile Partie. Rabona-Pass und sowas. Oh, und De Gea ist da. Ich feiere den Gegner. Er ist auf jeden Fall der stärkste Spieler bisher von den Gegnern heute. Und er trickst halt auch noch. Das heißt, das ein oder andere schöne Tor werden wir auf beiden Seiten, denke ich, sehen. So, Neymar gibt den nach vorne. Und Best zerstört komplett. Komm, Stoichkov, geh mal auf mich zu hier. Stoichkov, zack, Flick 1, Flick 2, pass zum Mitspieler. Ey, jetzt machen wir es vielleicht mal ein bisschen simpler. Einfach der Ball auf die Seite, Stoichkov leitet ihn weiter. Neymar alleine vom Keeper. Und mit Grün kommt er so, ernsthaft. Das Gefühl, der Ball hat hier einfach keinen Bock reinzugehen. Ballack, schöner Pass. Stoichkov. Jetzt wird es langsam echt mal Zeit für den Treffer. Wir haben das Spiel gerade gut im Griff. Stoichkov. Ist halt keine so geile Position hier, aber ein Elfer wäre ganz nett. Okay, das mit dem Elfer wird, glaube ich, nichts. Stoichkov. Oh. Cancelo. Ah, komm, dann probieren wir es einfach mal. Hey. Bra. Und der Gegner quittet. Ist das gerade sein Ernst? Ist er gerade wirklich einfach gequittet? Nein, das heißt, wir hatten das ja schon mal, wir dürfen nicht den Winner's Prize nehmen, sondern wir müssen den Spieler nehmen, der vom Rating her schlechter als der Winner's Prize ist und der uns trotzdem verbessert. Da muss ich jetzt einmal sein Squad durchgucken, bei welchem Spieler das der Fall ist. Messi und Ronaldo fallen auf jeden Fall weg. Der nächstbeste Spieler im gegnerischen Team, der uns verbessert, ist Barisi. Das heißt, statt im Mittelfeld kriegen wir jetzt ein Upgrade für die Verteidigung. Ist auch nicht so schlecht, aber ich hätte schon echt lieber den Winner's Prize bekommen. Also wir hätten uns mal ein bisschen pushen müssen, hätten die Bälle einfach mal reinschießen müssen. Aber wer erwartet denn, dass ein Gegner bei 0-0 quittet? Der Preis für die letzte Partie wird direkt mal in unser Team eingebaut. Barisi spielt jetzt als rechter Innenverteidiger. 6 Ikonen haben wir nun in unserem Team. Und ich denke, insgesamt war das eine erfolgreiche Episode. Wir haben uns gute Upgrades erspielt. Auch wenn es, wie gesagt, schade ist, dass wir das letzte Game jetzt nicht gewonnen haben. Das war's noch schon seit von dieser Episode. Stilo Nossi. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und dann wird nächste Woche direkt die nächste Folge Stilo Nossi rausgehauen. Wenn ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, macht es gerne. Einfach unter dem Video auf Abonnieren drücken. Ist kostenlos und ihr verpasst
verpasst keine Videos und keine Streams mehr. Ich bin raus, Leute. Macht's gut. Ciao.